Schönen guten Morgen alle zusammen. Schön, dass so viele heute hier gekommen sind zu unserer Pressekonferenz. Ich denke, die Überraschung ist jetzt keine mehr so große, welches Partnerland wir haben, aber Birgit, ich leite gerne einmal an dich über, dass du es jetzt lüftest an der Stelle. Ja, das mache ich sehr gerne. Ich begrüße Sie auch alle sehr, sehr herzlich heute Morgen hier in der SIRS. Wir haben es angekündigt, wir möchten Ihnen das Partnerland des DCNCOs vorstellen und ich denke, man muss jetzt kein Prophet mehr sein. Das Partnerland des CO wird Großbritannien sein. Es ist das 19. Partnerland in unserer Geschichte. Und wir haben dem Ganzen den schönen Titel All You Need Is Love gegeben. Und ich glaube, das ist jetzt bei uns allen direkt eine Melodie im Kopf in den Gang, die wir sicherlich natürlich auch bei der Eröffnungsfeier hören werden. The opening ceremony, how much are you looking forward to this evening? I run the choreography, so I'm terrified. But I know all the soldiers will be very excited, and we're so looking forward to the opportunity to come here. You know, we'll be one of the biggest arenas we've come to, and you know, we'll be training as soon as we return from this trip, getting ready, preparing the horses, along with all of our other parades this year. This will now be put in the calendar, and very quickly come upon us. So you know, we're really looking forward to it. And I know everyone at home is going to be very excited. Es fängt ja schon damit an, dass wir dann so eine PK heute ein bisschen so als T-Circle inszenieren. Also man kommt natürlich relativ schnell auf viele, viele Ideen, auch sehr schräge Ideen. Was mir vor allen Dingen aber in den Kopf kommt, ist viel Musik. Also die haben ja unfassbar tolle Musik in der Geschichte, Popmusik und bis heute zu. Und deswegen, glaube ich, sind wir auch letzten Endes zu diesem Claim gekommen, der in mehrfacher Hinsicht natürlich passt, wie ja, die Faust aufs Auge oder wie der Deckel auf dem Pörtchen, All You Need Is Love von den Beatles, die Stones, Police, Pink Floyd, also nimmt ja gar kein Ende. Und von daher wird es in dieser Show auf jeden Fall viel Musik geben. Es gibt auf jeden Fall etwas, was der CIO und die Insel gemeinsam hat, oder was man uns immer nachsagt, hier nach, ist Regen. Ich hoffe sehr, dass wir an dem Abend keinen haben, weil die Idee ist, dass wir uns den selber machen. Ich glaube, es gibt viele, viele Möglichkeiten aus der Household Cavalry, die ja unfassbar professionell sind. Und jetzt schon ist es wahnsinnig spannend, sage ich jetzt auch mal ganz privat, für mich mit solchen Truppen zusammenarbeiten zu dürfen. Natürlich sind die super professionell, aber wir müssen ja gucken, wie wir das fürs Stadion inszenieren. Und das ist eben jetzt nicht auf irgendeiner Prachtmeile, sondern ist halt in dem kleinen süßen, auf der kleinen süßen Wiese, die wir hier haben. Und da werden wir uns schon einiges Tolles überlegen. Sie werden das in mehreren Blöcken machen, sie machen Musik, sie repräsentieren, aber die können auch Action machen, auch das werden wir sehen. Also es gibt viele, viele Musik, viele Ideen für Musik und ich glaube, it's not the same procedure than every year. You talked about soccer and the rivalry and England.